Feurio zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pokémon Omega Ruby. Nein, halt. Nein, was? Pokémon X Wundertausch Nuzlocke Challenge und ich muss nach rechts in dieser behinderten Arena. Oh nein, warum? Hier kann ich nicht nach rechts. Ja, dann lauf halt zum einzigen anderen, das es gibt. Okay, ich muss jetzt kämpfen. Angriffe eines bestimmten Typs sind wirkungslos gegen unsere geliebten Feen-Pokémon. Oh. Welcher Typ? Drache. Drache? Ja. Oh, die sieht ja schick aus, Karina. Sabayone. Sie hat aber nur ein Pokémon. Und das ist Sabayone. Das habe ich dir entscheiden ja, geschickt. Ja, ich weiß. Ist das nicht Sahnehäubchen, was danach geworden? Ja. Super. Ich wechsle das Pokémon jetzt nicht aus. Haha. Aha, es kann nicht angreifen. Boah. Sehr gut. Schon ein bisschen Glück gehabt. Naja, es wird. Aber er darf jetzt auch nicht sterben. Was sei denn, der Zufallswert haut ist ein bisschen stärker. Das kann schon wieder nicht angreifen. Das ist so gemein. Oh Mann. Tschüss. Tut mir sehr leid. Das ohne einen Schadenspunkt zu bekommen. Ja, da sieht man erstmal, wie gut ich bin in diesem Spiel. Das kann nicht jeder. Ja. Das kann nicht jeder. Stell dir mal vor, wir müssen diese blöde Arena wieder komplett zurück. Ich will nicht. Ich will einfach nicht. Es gibt aber auch Typen, gegenüber denen Feen-Pokémon im Nachteil sind. Drache? Ja. Okay, dann kann ich jetzt nur nach hier. Wo kommen wir hin? Oh. Ja, yeah, oh, wir haben es geschafft. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Okay, welches Pokémon sollte ich dagegen einsetzen? Ach, ist egal, das wird schon klappen. Okay, tschüss, Voltenso. Warum? Das ist doch noch gar nicht kaputt. Tagchentrainer. Na, haben dir die Wurmfelder gehörig den Kopf verdreht? Nee, nicht wirklich. Nein, sie nerven nur. Wie auch immer, auf in den Kampf. Ich, Valerie, kämpfe mit Pokémon vom Typ Fee. Sie mögen aussehen wie Sensibelchen, haben aber ganz schön was drauf, so wie ich. Ich bin auch ein Sensibelchen. Wie gut wir einfach durch diese blöde Arena durchgekommen sind. Ich habe nur geraten mit immer nach rechts. Du wusstest, das gibt's zu. Nein. Ja, ja, ja. Flunkiefer. Stahlfee. Stahlfee. Ist wohl Tenso nicht so gut, oder? Stahl? Nee, Feuer wäre schon besser gewesen. Ja, soll ich angreifen oder soll ich tauschen? Mach aber keine Füße schade. Hast du dir jetzt gerade wirklich Ruckzuckhieb ausgewählt, Katze? Mach bitte Funkensprung. Okay. Die Katze hat gerade einfach das Spiel 3DS gestört. Die hat fast Ruckzuckhieb ausgewählt. Knirscher. Ist nicht so effektiv, nee. Gut. Was denn los mit Voltenso heute? Wir haben ein Glück mit Voltenso gerade, meine Güte. Katze, du bist eine Nervensäge. Warst du nicht die ganze Zeit drüben ganz artig auf dem Sofa und hast geschlafen? Während der letzten Folge? Ja. Geh doch bitte wieder zurück. Warum bist du wiedergekommen? Mein Kack. Geh doch dahin, wo du hergekommen bist. Ja, echt mal. Geh dich wieder hinlegen, schlafen. Guck mal, deine Schwester, nein, deine Freundin liegt da ganz an, da ganz ruhig. Gardevoir erreicht Level 47. Pantymos. Pantymos. Welches Pokémon ist dagegen gut? Soll ich jetzt Glurak nehmen oder Gamerupt? Gamerupt. Gamerupt macht sie alle weg. Ja, sowieso. Diese Katze. So, Gamerupt. Pantymos. Pantymos, ich bin wieder dran. Flammsturm? Ah, nicht mit den Krallen in meinem Bein. Ah. Nicht an meinem Finger beißen, mit dem ich aufnehmen Krallen muss. Krallen einziehen, Krallen einziehen. Chiara, Krallen einziehen. Katze, geh doch mal weg. Irgendwas hat er mit Reflektor gemacht. Ich habe nicht verstanden, was. Oh. Entschuldigung. Das war nicht so gemeint. Katze, wenn du jetzt das Aufnahmekabel rausziehst, komm, bin ich aber Katze, sauer. Wir gehen jetzt auf den Boden zusammen. Komm, wir suchen uns was anderes zum Nerven. Nerv doch Piri. Ja, nerv deine Freundin. Guck jetzt nicht so. Sie ist sauer. Guck woanders hin. Sie ist sauer auf dich. Guck nicht so. Ich nicht meine Schuld. Er hat dich runtergesetzt. Nein, du warst das. Okay. Boah, wie viel Psychokinese an unserem heftigen Defense-Kamera abzieht. Warum hat er denn schon so viele KP wieder gehabt? Wo kommst Weil du denn einen schon wieder her? Weil er einen Hypertrag eingesetzt hat. Ich hab das Gefühl, die Katze will nicht unten bleiben. Bei mir kommen sie so. Oh, ein Felinara. Welches Pokémon? Lass einfach Kamerupt drin. Warum kommst du schon wieder? Die geht, bei dir ist die Katze abgeschmiert und jetzt kommt sie bei mir wieder hoch. Oh, Felinara. Da werden Erinnerungen wach.
Nicht, dass sie dir da hinten was verstellt. Nee, da kann sie nichts verstellen. Sicher? Boah, oh, es brennt. Entschuldigung. Oh. Ach, oh, okay. Ist nicht effektiv dann. Sehr schön. Erdbeben? Gut, dass wir beide die gleiche Idee haben. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Es tut mir sehr leid. Oh nein, doch nicht. Oh nein, das reicht nicht. Nicht mal mit Verbrennung. Ah. Das war ich doch. Nein. Dum, dum, dum. Gewonnen. Das war aber knapp für Kamerup. Kamerup stirbt andauernd fast. Schon mal mitgekriegt? Ja. Oh, Eruption. Ist das besser als das, was wir haben? Mm-mm. Nicht? Aber es hat 5. Stärke 150. Sicher, dass das... Ja, aber nur, das kommt auf die Höhe deiner KP an. Das sinkt dann. Je weniger KP du hast, desto schwächer... Nein, warte, desto höher ist der... Je höher die KP des Anwenders. Ach so, je mehr HP, also, ja. Ja. Und das ist halt scheiße. Das sinkt dann, wenn deine KP... Das ist, du kannst es statt Funkenflug, aber dann hast du halt keine... Okay. Das ist lieber... Ja, ist okay. Da die bei uns ja immer nie unendlich HP haben. Yay, Glurak ist bald auch in einem gescheiten Level. Valerie besiegt. Schwamm drüber. Sie hat komische Augen. Ja. Morgen lichtet sich die Wölkchen wieder und alles ist beim Alten. Ja, wie viele Orden ist das denn jetzt? Der sechste? Sechste schon. Sind wir schon so weit? Hui, das war ein tolles Kämpfchen. Schau mal, das ist der Feenorden. Ist der nicht einfach entzückend? Ja. Hoppla, ich Dummerchen. Ich war so fasziniert vom Anblick des Ordens, dass ich beinahe vergessen hätte, ihn dir zu geben. Also Händchen auf. Die ist ein bisschen doof, ne? Ach, Doofchen. Händchen auf. Döfchen ist sie, Döfchen. Ja. Döfchen. Jetzt, wo du diesen feinen Fädenorden besitzt, bekommst du super mit Pokémon bis Level 80. Da ja, muss der sechste sein. Siebte macht 90 und der letzte macht auf 100. Selbst mit denen, die mit Freunden getauscht hast, bleiben. Ja. Ach, hier habe ich noch was für dich. Nämlich diese TM. Betrachte sie als ein kleines Geschenk von mir. Psychokinese? Und halt sie in Ehren. Also Bottelchen auf. Zauberschein. War doch klar. Das kann auch Gardevoir. Das kannst du Gardevoir beibringen. Der kann Gardevoir endlich eine Feenattacke. Ach, du liebes Lieschen. Da habe ich Dummerchen doch glatt vergessen, welche Attacke in dieser TM steckt. Ja, das musst du nicht vor. Ich hoffe, du kannst es mir nachsehen. Mein Mode und Geschmack ist auch etwas ausgeflippt, findest du nicht auch? Das ist jetzt ein bisschen off-topic gewesen. Nun schon, seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, ein Pokémon zu sein. Tja, und genau daraus schöpfe ich die Ideen für meine pfiffigen Entwürfe. Weißt du was, mein Trainerchen? So richtig eins mit meinem Pokémon fühle ich mich erst, wenn wir einen Kampf in die Ecke getrieben werden. Ich würde ja schon gerne wissen, warum das eigentlich so ist. Vielleicht weil... Nein. Ach, ist ja auch egal. Ich will mir darüber jetzt nicht mein Köpfchen zerbrechen. Die redet echt so wie so ein... Naja. Eine mit zwei Gehirnzellen. Was? Oder drei. Yay, gewonnen. Das war gut, oder? Sag doch mal, dass ja, ich das, das gut war gemacht habe. Das hast du gut gemacht. Hallo Mini-Bi-Herzchen. Hallo Mini-Bi-Herzchen. Oder? Ja, es war das. Oh, der Feenorden, wie schön er glitzert und funkelt. Mhm. Ich habe vor, mir die Pokéball-Fabrik anzusehen. Ach, das war das jetzt. Warum kommst du nicht mit? Pokébälle sind echt fantastisch, weil man mit ihnen Pokémon fangen kann. Ach, wirklich. Wow. Sie sind quasi poketastisch. Tschüss. Ja, okay. Dieser Hut, ne, der sieht furchtbar aus. Ich finde ihn furchtbar. Schon gesagt, dass er furchtbar ist? Ja. Furchtbar. Oh, was? Team Heile. Meine beiden Katzen sind artig zusammen. Endlich. Und nerven, mal nerven nicht mehr rum. Schlafen einfach. Während wir hier aufnehmen können in Ruhe. So, Team Heile. Wo ist Mr. Miteinander? Ja, wie schon so. Oh. Da ist Nein. er! Du musst nicht reden. Hey. So sieht man sich wieder. Wie läuft okay. das Haus? Da war sie mit der Frau oh, Kraft. Alles klar. In diesem Sinne empfange meine Kraft. Yeah. Begegnungskraft. Yeah, die ist so unnutz, Begegnungskraft oder? Bewirkt, dass man denkt dran, dass Kräfte, Sätze, Sinne, vielleicht trifft man sich ja wieder. Du redest ihn gar nicht mit richtigem Enthusiasmus. Ich finde, du machst das schlecht. Entschuldigung. Ja, bitteschön. Warte mal, hier vorne war noch was ich sehen wollte. Da ist ein Pokémon-Ranger, der rumsteht. Hallo? Mein Pokémon ist immer bei mir, also bin ich niemals allein. Du kannst mit der Hexe da unten sprechen. Du musst sie schon treffen.
Wie mysteriös, wie überaus mysteriös. Die Fähigkeit Feenschicht macht aus Attacken des Typs normal welche vom Typ Fee. Apropos, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja jetzt eine neue TM gelernt. Die ist bei TMs. Ja, ja. Zauberschein, so. Und die geben wir jetzt Gardevoir. Was müssen wir denn dafür verlernen? Donnerblitz. Donnerblitz können wir Voltenzen beibringen statt Funkensprung. Okay, auch eine gute Idee. Welche Attacke soll wegtun? Ja. Ja? Ja. Guck mal, da haben wir doch genug. Konfusion. Gedankengut vielleicht? Aber das... Es ist so gut? Okay, dann Konfusion. Ah, das ist nur eventuell verwirrt. Ja, ja, dafür können wir schon Zauberschein machen. Schwupp. Toxin haben wir kein Pokémon, was das brauchen könnte. Hm. Aber alle können es lernen. Ja, aber... Donnerblitz. Und das kann Gardevoir erlernen? Ja, was? Kann es. Oh Mann, das muss keinen Sinn machen manchmal, oder? Nee. Nein. So. Welche Attacke? Funkensprung. Ist die so schlecht? Ja, Donnerblitz ist besser. Das ist im Prinzip das Gleiche, oder? Außer halt... Nur stärker. Ja. Rest ist alles nicht so wichtig, ne? Nee, ich glaube nicht. Gott. So, also dann... Also auf zur Pokéballfabrik. Yay, yay, da gab es doch nahe den Meisterball für uns, soweit ich mich noch erinnern kann. Da nicht. Da oben. Yay, da, wo die Pokébälle sind. Was, das die Pokéballfabrik? Nein, ja, natürlich, das sind Pokébälle. Ist das eine neue... oder sind die beiden Trottel? Oh nein. Hallo? Da drin unterhalten sich Erwachsene. Zeit für Kinder wie dich nach Hause zu gehen. Was? Da will ich loswerden. Ah, in Irrgarten. Warum ist hier ein... Das nichts. Ah, warte mal ab. Ich finde da noch irgendwas, siehst du? Auf Äther. Oh nein. Womit habe ich das verdient? Warum Äther? Oh Mann. Ja, war da noch ein Labyrinth auf der anderen Seite? Ja. Vielleicht da was Cooles drin. Statt uns wegzuscheuchen, schaut er zu, wie wir hier die Labyrinthe durchlaufen. Mist. Das war aber schlecht. Ja, das hat man nicht gesehen, mein Schatz. Das war aber schlecht. Sei doch ruhig. Das hat man nicht gesehen. Schlecht. Das hat man nicht gesehen. Das war aber schlecht. Aber das hat man nicht gesehen. Das oh. war aber schlecht. Wenn du jetzt nicht ruhig bist, ne? X-Angriff. Top Leber. Wow, das ist aber ganz okay. Wie das okay? Wenn wir jetzt nicht... Wo ist das in der Nuzlocke okay? Top Äther ist auch nicht viel besser gewesen. Nein, jetzt muss ich diesen anderen Eingang finden, ne? Wie war das denn nochmal? Da jedenfalls nicht. Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, wie lange das schon her ist? Sprich doch mal mit den zwei Idioten, die da vorne stehen. Hallo. Hallo. Er will uns den Zutritt verwehren. Nichts da. Lass mich nochmal mit ihm reden. Was? Und repariert. Sana, warte. Wie repariert? Ja, jetzt kommst du rein. Oh, da kommen die Nächsten. Nanu, was geht denn da ab? Sind da nicht gerade Sana Banana und Robato Tomato vorbeigedüst? Wir wollten uns doch hier treffen, oder? Du bist Mirimäuschen. Ich frage mich, was da vor sich geht. Entschuldigung, Katzen, war nicht so gemeint. Und weg. Halt! Was ist gerade passiert? Hat er sie unsittlich berührt? Was ist denn hier los? Nun, ich werde denen jetzt auch mal hinterherrennen. Team Flair hier? Da drinnen geht irgendwas vor sich. Lass uns mal nachschauen, solange der Typ da weg ist. Oh Mann. Ich wollte ihn aber auch unbedingt hinterherrennen. Ja, ich auch. Oh Mist. Oh Mann, oh. Ach, diese Nervending. Hallo? Oh nein. Und da ist der Abfalleimer da rechts von den Pokébällen. Ist dieser Schwachkopf nicht mal in der Lage, da draußen vernünftig Wache zu schieben? Nein, er musste Kindern hinterherrennen. Bedauere, aber eine Besichtigung ist derzeit nicht möglich. Warum? Wenn ich deinen roten Anzug so betrachte, dürftest du wohl ein Mitglied von Team Flair sein. Zahlen dir die Deppen in eurem Karnevalsverein denn so wenig, dass du einen Nebenjob brauchst? Wie kannst du es wagen, dich über Team Flair lustig zu machen? Los, Magnaien! Zeig diesen Spaßvögeln, was eine Hake ist! Hake? Das weiß ich selber. Ich erledige das. Geh du schon mal vor. Ja, ihr okay. braucht doch 5 Jahre für den Kampf. Ja, dann bis in 2 Stunden. Oh nein. Ja, oh nein. Zum Glück musst du das nicht machen. Ich bin noch ein namenloser Rüpe von Team Flair, der sich erst einen Namen machen muss. Der blockiert den Weg, ne? Da komme ich dann nicht mehr weiter, richtig? Wie immer halt.
Yeah. Toxiquark. Das ist ein neues Pokémon, das haben sie bisher noch nicht benutzt. Natürlich. Ja, also die Vorstufe nur. Das haben wir noch nicht bekämpft. Ja, ich wollte schon immer mal Donnerblitz ausprobieren. Ach so, Tiefschlag darf er angreifen, ich weiß. Sehr schön. Das ist aber stark. Ja. Unser Voltenso hat es schon drauf, ein bisschen so irgendwie. Yay, und es gibt viel Geld. Oh. Oh, nicht weinen. Ich bin noch ein namenloser Rüpel von Team Flair und habe verloren. Oh, diese Heulsuse. Der hat aber wenig Geld. Tja. Ja, ihr Leute, ihr Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Schaltet morgen ein, wenn ihr wissen wollt, was wie Miri an den behinderten Fließbänder verzweifelt. Ich hasse diese Rätsel. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Haut rein, lasst ein Däumchen nach oben da und tschüss.